Hallo und willkommen zurück zum Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi, und meinem Tempest Magnum hier. Also nicht meiner Auftragsfahrzeug, aber ist ja so gut wie dasselbe. Ahaha. So, ja, wir müssen den mal wieder zusammenbauen. Ich habe ja die Teile schon besorgt. Hier war nicht weiter. Doch, halt. Halt, halt. Hier war nicht mehr. Nee, genau. So, jetzt muss er nur noch ins Farbgeschäft. Wie gesagt, für mich ist es immer noch die Lackhalle und wird es auch immer sein. Oh, lackieren mit der ekelhaften Standardfarbe. Kackbraun, sagt man dazu. Aber gut, wem es gefällt. Ja, das ist ja wie der komische Kaktus davon. Naja, egal. Ja, dann haben wir den auch schon wieder erledigt, würde ich sagen. Ja, sieht doch nett aus. Und wieder ein bisschen was dazu bekommen. Auftrag abschließen. Erledigt. Ein bisschen Kohle. So, aber das reicht irgendwie immer nur. Naja, doch, könnte. Aber wir werden nochmal zur Werkbank gehen. Werden nochmal die übrig gebliebenen Teile reparieren. Und mal gucken, was wir dafür denn noch kriegen, wenn wir sie repariert haben. So. Achso, halt so. So, haben wir doch ein bisschen was. Naja, ein bisschen ist gut, also. Ja, man bekommt wenigstens noch ein bisschen Geld dafür, was gar nicht so schlecht ist. So. 15.000 haben wir, lohnt sich schon. Was? Turbo? Okay. Hab ich noch gar nicht gesehen. Seit wann steht die Kiste hier drauf? Okay. Naja, egal. Ach, Mensch, 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 Mensch. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt noch einen Auftrag oder? Ich würde sagen, ja, ne? Ja, machen wir noch einen Auftrag. Oh, das ist doch nett. Karosserieteile und lackieren, das ist immer einfach und macht Spaß. So, nicht in die Luft gucken, hol, was hängt da denn? Hängt das Ding auch schon die ganze Zeit da? Ich meine, es hat ein Update gegeben, ja. Aber, ich bin jetzt gerade neu hier. Okay, naja. So, was ist denn das? Grau oder rosa? Können wir nämlich hier gleich zerlegen. Motorhaube. Ich sag mal, ist das jetzt ein Scherz? Mehr ist das nicht. Kotflügel links. Linker Scheinwerfer. Ich weiß nicht, dass er kaputt ist, aber wird schon stimmen. Motorhaube, linker Scheinwerfer, Kotflügel links. Rechter Scheinwerfer, okay. Ja. Okay. Salem Spectra. Flamo, Flamo. Kirian, wo ist er? Da haben wir ihn. Das ist aber noch der falsche. Da haben wir ihn. Motorhaube, kaufen. Kotflügel links, genau. Scheinwerfer. Ja, ab ins Farbgeschäft. Nicht ich, das Auto muss ins Farbgeschäft. Mann.
Okay. Und zack. So, fertig. Aber immerhin 2000 für bekommen ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt haben wir schon 15.000. Schon wieder? Naja, egal. Achso, halt mal, können wir ja mal hier raus. Wir brauchen ja wenn dann wieder den. So, ich wollte aber ans Telefon gehen. Ja, ja, mit dem Update zusammen kam auch ein neues DLC. Und zwar das Pickup bzw. wie heißen sie? Die Geländewagen. Ich komme jetzt gerade nicht auf die drei Buchstaben, wie die Dinge heißen. Ja, und den nehmen wir doch auch glatt mal. Was haben wir denn überhaupt zu tun? Spare Bremsleistung, finden und repariere alle Getriebeprobleme, reparieren und ersetze alle Karosserieteile, besprühe es mit der Standardfarbe. Naja, ist nicht doll. Ich hätte mich jetzt noch ein bisschen mehr gefreut, aber... egal. Da ist er! Finde ich cool. Hammer! Hammer! Nee, ist kein Hammer, das ist ein anderer. Gut, aber bevor ich den mal mache, werde ich mal. So, so kann ich nämlich noch ein bisschen Kohle rausschlagen aus den ganzen Geschichten hier. Ja, also die Pickup, oh, Hammer. Oh, da freue ich mich schon drauf. Oh. Den werde ich mir nämlich als nächstes dann kaufen, wenn er mal in so einer Versteigerung drin ist. Ja. Was haben wir denn? Schwache Bremsleistung, Getriebeprobleme, Karosserie und so weiter und so weiter. Also da, können wir schon ganz schön was ackern hier mit den Karosserieteilen, aber gut. Ach, oh, das sieht so schick aus. Machen wir erstmal die Bremsgeschichte hier. Oh nein, ja. Oh, was hat der denn für... Wow. Okay. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes hier, würde ich mal sagen. Also... UAVs, so rum, jetzt fällt es mir wieder ein. Pickup und UAV DLC, so rum. So, gut, oben muss ich auch nochmal ran. Ja, als ich das gesehen habe, dachte ich, Hammer. Habe ich mir natürlich gleich geholt. Das finde ich auch schön hier beim Car Mechanic Simulator. Also ich hab mir das ja über Steam geholt. Und wie gesagt, die ganzen DLCs, die da kommen, es sind schöne DLCs, gar keine Frage. Es macht Spaß, die Dinger zu machen. Und das Allerbeste ist, ja, die Dinger kosten kaum was. Das ist ja das Kuriose. Was, also das Ding, Pickup und, naja, das DLC jedenfalls hat gerade mal 2,09 Euro oder sowas gekostet. Also es ist ein Witz. Und bei sowas macht es dann Spaß. Wenn es hier nicht erneut hier 5 Euro kostet oder 10 Euro oder hast du nicht gesehen. Es macht dann wirklich Spaß, also... okay... Nee, und für den
Werkstatt-Simulator hier, da gebe ich gerne auch mal ein paar Euro aus. Also, weil es macht Spaß. Okay, Getriebe haben wir, jetzt muss ich nur noch mal oben ran. Boah, ey, der sieht von vorne so gigantisch aus. Kann man den gar nicht mehr reingucken. So. La 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 la. Da schauen wir mal ins Inventar. So, was haben wir denn hier? Transfer Case. Okay. Ja, das sind jetzt wieder die ganzen englischen Begriffe hier. Also so. Okay. Was haben wir denn? Also erstmal wieder Bremszeug. Machen wir schon. So ein Bremssattel. Zwei Bremssattel. Drei Bremssattel, vier Bremsbeläger. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Zwei innenbelüftete, zwei normale. Zack, 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 zack. So, jetzt ist es nämlich nur noch die ganze Bremsen, Klabberdraht, Schamba. Jetzt brauche ich nochmal Transfer Case. Oh. Schauen wir mal. 1700. Boah, sag mal, bin ich hier Dukatenscheiß oder was? Ist ja. Kupplungsdruck. Okay. Kupplung, Kupplung. Schwungrad. Andere hier ABS-Pumpe und ABS-Modul. Da ist er. Also das sind schon ein paar teure Anschaffungen und ich hoffe mal, dass wir dementsprechend auch die Kohle dann dafür kriegen, weil das ist doch schon ganz schön heftig. Andererseits, wenn wir die Teile reparieren, kriegen wir auch wieder Geld, also. Wenn sie nicht total in den Arsch gehen, sag ich mal so. Ja, nee, den Pickup, den bauen wir jetzt mal so zusammen. Wir achten nicht auf die Zeit. Hier, so, hier einen Motor richtig zu zerlegen, also oh, kriege ich jetzt schon mit Heulen. Hallo. Mann, Mann, Mann. Der hat aber auch hier ein Zeug hier drin zu liegen, ey, ist ja eklig. So. Bremsen. Jetzt mal die Felgen von dem Ding, das ist ja. Das sind ja schon 18 Zoller. Minimum. Mal gucken, ob es dafür auch denn neue Felgen gibt. Aber nicht jetzt, aber machen wir mal bei Gelegenheit.
Okay. Ach ja, baue, baue Häusle. Ne, baue, baue Pickup. Oder UAV. Ups. Nein! Mensch, will doch zusammenbauen. Was mache ich denn hier heute? So. Nur Mist, aber macht ja nichts. So, aber Karosserie werden wir denn heute doch nicht mehr machen. Das wird mir dann doch ein bisschen zu lange. Boah, das sind ja... Boah, Riesenteile. Gut, habe ich jetzt noch was im Inventar, was da irgendwie... Hallo, alles. So, die ganzen Bremsen und den ganzen Kram, genau. Gut, das ganze Karosserietheater hier machen wir morgen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, schaut euch meine anderen Let's Play rein an und ja, abonniert meinen YouTube-Kanal. Würde ich mich gigantisch drüber freuen. Ups. Ja, ne? Genau. So, alles klar. Ja, wie gesagt, dann sehen wir uns morgen und stellen dann den schönen Pickup fertig. Also, ich wünsche euch was. Bis morgen oder in einem anderen Video. Euer Ben Hoshi. Ciao, ciao.